Ja, moin Leute, was geht? Gar wieder hier am Start. Wir spielen Mass Effect Andromeda. Wir sind endlich auf dem Planeten angekommen und fangen jetzt endlich. Die wir beim Anflug gesehen haben. Der Kerl nervt. Wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Darfst du mich mal ausreden? Also ist es möglich, mich mal ausreden lassen zu wollen? Oder bist du so einer, der durchgehend dazwischen reden muss? Also, wie gesagt, wir sind auf Planeten angekommen. Der Herr da hinter mir ist ein Freund, der durchgehend hier reinredet. Die Stimme scheint nicht natürlich zu sein. Mensch, such dir Freunde, wenn du so viel zu schwätzen hast. So, und jetzt erkundschaften wir unseren neuen Heimatplaneten. Na egal, wir sehen's. Mal nach. Ich wollte da kurz ist unsere Kommeinheit. Scannen. Wir scannen. Untersuchen. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Cell-Verbindung verloren haben. Keine Daten, okay. Wow. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Ja, ne? Wobei, zieh mal deinen Helm aus. Nein, Quatsch. Wir sind ja nicht so weich. Ja. Wir spielen auf dem PC. Ich spiele mit dem Xbox-Controller. Könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. So. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Okay, ich würde gerne mal wissen. Ich mach mich auf den Weg. Ah. Genau. Was zum Teufel ist das? Also ich kann auch navigieren. Wir müssen da durch. Das ist doch verrückt. Willkommen auf Habitat 7. Ja, bleiben Sie in Bewegung. Los. Ah. Aha. Ich rette dich nicht. Oh, das hat wehgetan. Sieht aus, als wäre es da drunter sicherer. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit... Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Hinter dir hier. Die Zielgenauigkeit lässt zu wünschen übrig, aber die Waffe funktioniert. Okay. Bitte was? Hast du gerade gesagt? Zeig noch mal. Komm, wir machen mal ein paar... Ich kann dir mal gleich zeigen, wie ich schießen kann. So, nachladen, ja. Viereck, X oder R. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Kollege, ich was bin nicht was sicher, du? Ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Okay, das ist hier Technologie für ein paar Ressourcen. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los. Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Nur ja, Geduld. Grafisch gesehen. Hier hat mein Dad sie gefunden. Schön, sehr schön. Und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle Ihnen die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Ja, irgendwie habe ich aber keinen Bock, mit dir ein Bier zu trinken, so wie du am Schwitzen bist. Das sieht also so von Farben her echt schön. Das wird knapp. Na los, wir kriegen das hin. Jetzt soll ich da oben hin, okay. Na dann. Ah, ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Oh, schafft, fertig mit der Aufnahme. Nein, Spaß. Spiel durch. Machen Sie mal Platz. Nein, lass ihn fallen. Tritt ihn da wieder rein. Nein, Costa. Wir haben nichts gegen dich. Du. Was? Du Teufel ist das? Hast einfach nur 600 Jahre nicht geschwätzt. Was wir lesen müssen. Tja. Das sieht eher nach Ärger aus, als ein Rätsel, das wir lösen wollen. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Heute stirbt niemand. Das ist Fischer.
Fischer ist ein Arschloch gewesen. Lass ihn sterben. Oh. Leute, ihr seht komisch aus. Oh, Scheiße. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Scheiß auf Befehle. Oder auf Protokolle oder sonst was. Er hat eine Waffe. Und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Scheiße, sie sehen Fischer. Feuer! Fischer, Vorsicht! Okay, ich will wieder meine Maus haben. Meine Güte! Schießt mit dem Controller. Da muss ich mich wieder gewöhnen. Schon lange ist es her. Erledigt. Nicht gerade freundlich, die Typen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir haben es versucht. Ja, nee. Wir haben nichts versucht. Die Sache wurde hässlich. Das Risiko war zu groß. Sie haben mich gerettet. Und wer will schon einen Absturz überleben, nur um dann von Aliens getötet zu werden? Du? Niemand, das lassen wir auch nicht zu. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollten. Nichts Gutes bei den Waffen. Wir sind hier die Aliens. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Eher gar keine, würde ich sagen. Was haben wir ihnen getan? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Aber was denn das? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, Kommt mein sie. Bein! Ah, mein Bein! Pussy. Sorry, ich hab was gegen diesen Fischer. Ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Nö. Ich lock sie erstmal zu dir. Oh, sehen Sie sich die... Oh. Also ich sag's mal so. Mit Maus ist es halt ein entspannteres Spiel irgendwo, aber das. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Das Schießen halt, ne? Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig Auskunft schaffen. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn! Wenigstens. Natürlich. Es sah aus, das da ist mir ein bisschen zu langsam ein bisschen. Aber gut, ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen kaum... Ein Behälter. Ich wollte gerade Schokoladenkondensant lesen. Alles nehmen. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Oh, muss noch mal ganz kurz mal checken. Ja, das Ding ist jetzt dadurch, dass ich mit dem Controller vorher gespielt habe. Ach nee, ich spiele mal mit dem Controller, komm. Dann weiß ich wenigstens, was ich drücken muss. Ich gewöhne mich schon an dieses... Bescheid. Deckung, gehen Sie in Deckung und nehmen Sie die Waffe. Was? Ist das Kirkland? Bitte, ich ergebe mich. Ich sagte, ich ergebe mich. Sie haben ihn erschossen! Hallo. Schalten wir sie aus. Ich bin direkt hinter ihnen. Wenn sie einen Kampf wollen, können sie ihn haben. Einer ist da noch. Das war der letzte. Also mit Maus habe ich ein bisschen besseres Sehen, ne? Hat
Kirkland ist gekommen. Nein, das war der falsche. Okay. Half dann. Wird mir dann später mal ein bisschen den Controller, also die Sensitivität. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Tja, da haben die Menschen wieder den Krieg angefangen. Sobald. Kann der Kerl auch mal zu Ende reden? Gut. Was los? Wow. Okay, das ist merkwürdig. Sowas. Wo geht's denn lang? Oh, einmal noch durch. Was war das für ein Zeichen? Muss ich hier nicht. Gehen wir mal da hinten lang. Scheiße, haben Sie das gehört? Was war das? Ja, leider. Da, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Ich glaube... Okay, es ist tot. Was auch immer es war. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben! Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere okay. Den Nachpunkt. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, Spiegel. Einsteller. Steuerung. Mausempfindlichkeit und ist hier auch. Controllerempfindlichkeit da. Ne, das ist Maus. Nein, das ist nicht Maus. Das ist schon das hier, oder? Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Und wir probieren es einfach. Ja, geht ein bisschen schneller. Was denken Sie, ist muss da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einem qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Kommt dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Sie haben uns gesehen! Es geht los! Sie haben es nicht so mitreden, was? Kollege, Achtung! Sie setzen diese Tiere ein! Ach ja. Vorsicht! Sie tarnen sich! Ach ja. Warum sagt mir das keiner? Das ist für Kirkland! Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen! Okay.
mein Leben automatisch hoch? Yes. Fallen lassen. Das wäre erledigt. Okay. Was ist das hier? Wow. Überreste. Was ist das? Lädt augenblicklich alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder auf. Erhöht außerdem vorübergehend die Präzision und Schadensreduktion. Alles Sie klar. Machen das ziemlich gut, Ryder. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich muss jetzt mal ganz kurz mal was checken. Oder was prüfen. Wenn ich das hier mache, habe ich eine Rüstung. Okay. Ich muss ein bisschen mehr mit dem Controller spielen, weil ich frage mich, was diese kann Kerle ich so die ganze Zeit spielen. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Aber dann gehören sie wahrscheinlich auch nicht hierher, ne? Es stammt definitiv nicht aus der Milchstraße. Dann ist es eins von deren Schiffen. Glauben Sie, der Sturm hat es erwischt? Möglich. Wenigstens ist das Wetter nicht parteiisch. Das ist Nahrung, denke ich. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. Bin gerade echt ein bisschen überlegen, Ryder, was ich genau machen soll. Da drüben ist eine Art Höhle. Wo ist denn da drüben bei dir, Mann? Hier, wahrscheinlich. Sieht nach Höhle aus. Wow. Tropical Sehen Island. Sie sich das an? Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Wow. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren. Aber dann... Wer weiß. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Was ist das denn? Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum. Ein totes Tier. Gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls Wieso ja, Aliens? Sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Richtig. Sie sind nämlich am Verhungern. So. Gehen wir mal jetzt hier durch. Kann ich hier mit was machen? Ja. Ryder, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Vor uns ist wahrscheinlich bei dir da hinten, oder? Oder meinst du das jetzt hier nicht mehr? Du meinst auf jeden Fall das da hinten. Nicht hier. Okay. Ein Weg nach oben, linke Seite. Weitere Mitglieder des Pathfinder-Programms finden. Pathfinder. Was mich ein bisschen stört an dem Spiel ist, man kann nicht mit einfachem Tastdruck die Waffe einstecken. Das geht einfach nicht. Halten Sie allerhöchstens. Ja gut, das doch gleich. Oh, das kann hi. Nicht gut sein. Wie geht's? Sieht aus wie eine ganze Patrouille. Okay. Wahrscheinlich die Arschlöcher, die Queer verschleppt haben. Ja, den haben wir auch. Da. Zurückdrängen! Der ist hier, der Schlauch. Wow.
Schaff das! Spätestens Ende des Spiels kann ich wieder mit dem Controller umgehen. Wo? Ich bin jetzt gerade blöd. Da. Oh mein Gott. Gib mir kein Battlefield mit dem Controller mehr, bitte. Oh, was hast du da? Hier geht's nicht weiter. Egal, auf einen großen Kampf sind wir sowieso nicht vorbereitet. Du vielleicht nicht, ich schon. Ich habe meine Maus und Tastatur dabei. Du nicht, ne? Ne, Spaß beiseite, aber wir suchen eigentlich jetzt noch die anderen. Nein, empfängt mich jemand. Aha. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Was, der ist markiert? Wo dann? Ja. Keine Ahnung, wo, was die da... Was die da markiert? Ah, jetzt ist er markiert. Dankeschön. Jetzt wird's ein bisschen Action geben. Los, greifen wir an! Cora, wir sind da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Bin schon dabei! Nachladen. Suchen Sie sich Ihre Ziele! Davon gibt sie mehr als genug! Okay, den haben wir auch. Ich hab einen erwischt! Okay. Was haben wir denn eigentlich getan? Stufenaufstieg! Okay, das wäre geklärt. Über das Dorf sammeln. Die Kavallerie war also noch rechts. So. Hätte hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Genauso. So nicht anders. Ne? Ausrüsten... Wir hatten keine Zeit zu plaudern. Jetzt mal ganz kurz. Falsches Knopf. Ich will mal das Spiel ein bisschen checken jetzt. Charger Pistole 1. Zeig mal an, was kannst du. Nice. Sehr schön. Verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Da kommen sie! Ja. Was ist los? Kann ich nicht auf dich schießen oder was? Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Nicht nachlassen! Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Wo zur Hölle wollen Sie hin? Hier hin. Das war jetzt echt schwachsinnig von mir fortfahren. Jetzt aber. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Was ist denn das für ein Scheiß? Warum kann ich denn das Schiff nicht schon beschießen? Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Hat ihr Shuttle erwischt! Okay. Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot! Seid was Fliegenfelden! Akzeptieren Sie es einfach! Achtung, da kommt noch ein Shuttle! Bei diesem
Wetter? Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Wetter? Sind das Hunde? Was? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Anwesend. Ja, nice. Kannst du dich mal wieder hinter Deckung geben? Das wäre echt nice. Es sind zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft! Das Ding ist, das Deckungsmenü gefällt mir überhaupt nicht bei dem Spiel. Denn ich will in Deckung gehen und nicht hier. Verdammt, die lassen einfach nicht locker. Das akzeptiert halt nicht alles. Das ist es ja. Das stört mich ein bisschen, aber gut. Gehen wir hin. Oder muss ich jetzt nachgucken gehen? Geschafft! Irgendwie sehen die Viecher nachgucken aus. Das reicht, Liam! Ich weiß, aber sie haben Kirkland getötet! Gut ist. Gut, beruhig dich mal. Ich verstehe Sie, ja, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet und Greer ist verschwunden. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt. Sie ist schwanger. Ja, was ist los? In Deckung! In Deckung! Dass sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? QVK Link eingerichtet. Bestätige Scott. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Hallo, unser Verletzter braucht Hilfe. Wir haben keine Wahl. Hier unten ist es auch nicht besser. Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter. Nicht, wenn wir die Blitze abstellen. Wie meinen Sie das? Ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben hat er gerade seinen Vater gesitzt? Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Ja. Stabilisieren, so nennt man es also. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Navpunkt auf ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. So, nix beeilen wir uns. Wir checken jetzt mal das Spiel, Mann. Was ist denn los mit dir? So, was ist hier los? Stufenaufstieg. Ihr Trupp ist eine Stufe aufgestiegen. Verbessern Sie Riders Kampffertigkeiten, indem Sie Kampftechnik oder Biotikfähigkeiten kaufen. Okay, Biotik-Kampftechnik. Okay. Trupp, wählen Sie einzelne Truppen aus, um sie aufzuwerten. Warte mal. Was wir leben? Gibt's das? Okay, das sind ein bisschen hier. Tlala, hast nicht gesehen. Biotik, werfen, ziehen, Nova, Lanze. Okay, Tech. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich nehme einfach mal Kampf. Und wir sagen, Granate, Betäubungsschuss. Verschließen Sie ein Zähne mit hoher Durchschlagskraft, das normale größte Gegner ohne Panzerung und Schild zu Boden schleudert.
Unkombiniert. Das ist doch dieses ein. Komm. Oder? Rang 1. Den habe ich doch schon, oder? So. Schon haben wir das Ganze. Ein bisschen stärker. Ein bisschen stärker. Barrikade. Ah, das ist schon mal was Feines. Zack. Bisschen. Fähigkeiten bestätigen. Yes, ma'am. So, dann haben wir hier ein bisschen. Was haben wir hier noch? Ah, Trupppunkte haben wir auch, oder was? Okay, cool. Liam, du bist gerade bei mir am Start. Was? Splittergrant. Chaosangriff. Was ist denn da los? Liam springt nach vorne und sticht mit seinen Universalklingen nach unten auf den Gegner hinab, wobei die Energie entladen wird und alle Gegner in der Nähe betäubt und on. Yes, Digga. Was geht, Alter? Machst du halt. Macht hier einen auf Gangster. Okay, den nehmen wir. Dann haben wir hier noch, komm, was? Militärische Ausbildung verbessert Lerns Angriffsfähigkeiten. Na, das ist doch schon mal. So. Bestätigen. Nächste Stufe 1, nächste Stufe 1000 ALP. Ja, ne? Weiß ich Bescheid. Cora hat auch 2 Punkte bekommen. Na dann. Cora, Sturmangriff. Aufladetempo. Nova. Was ist das? Hä? Okay. Azare, Eliteneinheit. Komm. Guckst ein bisschen hier. Defensivausbildung. Und fertig. So, dich haben wir jetzt auch. Nein, fuck. Das war jetzt falsch schon mehr. Nochmal das Ganze. Hallo? So, nochmal. Zack. Zack. Bestätigen. So, dann haben wir hier noch ein paar Akten. Da, bekannte Kontakte. Habe ich jetzt echt gesagt. Keine Lust zu lesen, da, wie gesagt, 10 Stunden Spielzeit nur. Und die wollen wir jetzt nicht verplempern. Wenn er noch nicht aufgetaucht schreiben. Ist, können wir nicht machen. Gut, wir sind jetzt ein bisschen stärker. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über Munition mit. Vielleicht check ich auch irgendwann die Färbchen. Die Färbchen, die Farben, ob sie was bedeuten. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Okay, und wo muss ich hin? Da hinten lang oder was? Oder komme ich von. Ich komme von hier. Also entweder hinkommen. Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Ach, wir mach keinen Scheiß. Ich will hier aber erstmal ein paar Sachen aufnehmen. Das interessiert mich auch, was genau hier am Start ist. Kyro-Munition, Schüsse verlangsamen Gegner und verursachten. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Und hier hinten. Boah, Steuerung, ne? Also, es ist ein bisschen wie Destiny mit den Sachen aufsammeln. Hast du nicht gesehen? Nein, nein. Nein. So. Wir sind noch von hier gekommen. Also die Steuerung lässt zu wünschen übrig, ganz ehrlich. Die ist auch mit Tastatur, deswegen spiele ich mit dem Controller, damit sie nicht so schlimm ist. Aber mit Tastatur ist sie nämlich ganz schlimm und ja, das Schießen. Ja, halt Auto-Aim-Scheiße da halt, ne? War ich noch nie so ein Freund davon. Ja. Keine Ahnung, wo ich lang muss, aber. Ja, sie müssen in das Missionsgebiet zurückkehren. Nein, muss ich nicht. Ich will mir das hier mal angucken. Oder auch nicht. Wo muss ich denn hin? Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn finden. Komm, dann laufen wir halt mal da rein. Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. Ja. Dorthin können wir nicht, sonst werden wir alle sterben. Wenn du mir sagst, wo lang? Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Da, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Okay. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Oder ich mach das Ding hier kaputt, dann. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Wir waren es auch nicht. So viel haben wir nicht erledigt. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee.
Wir sind nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Hier ist er doch schon. Sir. Kopf runter. Was geht hier ab? Wer sind diese Kerle? Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist. Das stimmt. Wir haben eines ihrer Schiffe entdeckt. Es hat Nahrung hierher geschafft, die nicht von hier stammt. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Deshalb sind wir doch hier, oder? Um das Unbekannte zu erforschen. Ja, aber bei all dem hier kann man das leicht vergessen. Ha, wem sagst du das? Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Nein. Das Ding ist, wieso machen wir das? Riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn Scott bereit ist, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Was heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Na? Ja nicht, aber irgendwie finde ich die Zahl immer noch so genauso wie vorher. Aber gut. Ich bin direkt hinter Ihnen. Zu der Struktur. Pause. Ich möchte jetzt reden. was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist Punkt 1. Warum, wenn wir die Blitze entfernen, dann können wir doch... Sam, lade Kampfprofil. Dann können wir doch eigentlich ohne Probleme hier bleiben. So wie es da unten aussah, war doch schön. Und ein paar merkwürdige Tiere, aber sonst war es schön. So. Ihr seht schon, was ich hier vor mir habe. Und das alles seht ihr beim nächsten Folge. Beim nächsten Folge, was ein Deutsch. Ne, seht ihr alles bei der nächsten Folge. Ich mache jetzt nämlich eine kleine Pause. Ich brauche die Ungelogen. Ich muss auch ein bisschen mich an den Controller gewöhnen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao.